Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Es kommt nur wenig Licht hindurch. Theoretisch müssen wir dafür sorgen, dass von hier das hier drauf strahlt. Also der Schwachsinn, dann brauchen wir die Finsternislampe. Dann müssten wir hier die Finsternis rausziehen. Das bringt mich nicht weiter. Das ist doof. Kann ich irgendwie im Feuer... Er besitzt nun die Macht, die Wirkung von magischen Artefakten umzukehren. Ach, na klar, Moment. Ob sich die Wirkung der Finsternis auch umkehren lässt? Ja. Jetzt ist sie so hell wie die Sonne. Lol, so einfach war das. Ihr müsst einfach nur die Finsternis umkehren. Einfach nur Finsternis umkehren. Und jetzt ist es ja logisch. Kein Wunder, dass keiner von denen auf die Idee kam. Die haben einfach alle keinen Sinn für sowas. Tada! Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Auf dem Pergament ist das gleiche Auge zu... Dann leg ich das Auge halt noch hin. Die Zeichnung passt genau. Lol. Okay. Nanu. Und schon bin ich wieder in der Kammer. Schon wieder. Ich kann mich kaum wach halten. Öffnet mein Auge. Natürlich werden wir das tun. Du bist zurückgekehrt. Höre nun den zweiten Akt meiner Geschichte. Die Geschichte der Maske. Die Maske stellt die Wesen der Welt vor eine Wahl. Wer sie trägt und die uralte Formel in ihrem Inneren spricht, dem schenke ich seliges Vergessen, auf dass der Schmerz des Verlustes einem unbefleckten Neubeginn weiche. Spricht der Träger dagegen meinen wahren Namen, so werde ich ihm erscheinen und ihm jeden Wunsch erfüllen. Was auch immer verloren schien, ich würde es aus den Tiefen der Vergangenheit bergen und es in das Jetzt retten. So erwachten über die Jahre Tote zu neuem Leben und Königreiche erstrahlten in altem Glanze. Meine Güte war grenzenlos und in meiner Gnade überschrieb ich die Tyrannei des Buches der Zeit. Ja, mein Name war es, der all dies tat. Mein Name überstrahlte alles. Nicht Memnoremnon, wie die Giganten mich nannten, sondern mein wahrer Name, mein geheimer Name. Satinav schickte sich an, ihn in ewige Vergessenheit zu verdammen. Doch abermals war ich klüger. Im Schattenlos fand ich den einen Ort, in den mein Meister nicht hineinblicken konnte. Dort grub ich ein Loch und in dieses Loch legte ich meinen Namen. Und aus meinem Namen erwuchs ein Garten. Und wer die Maske trug und den Garten fand, der sollte hier auch meinen Namen finden. Meinen Namen in meinem Garten. Dem Garten des ewigen Vergessens. Dem Garten meines vergessenen Namens. So, so, okay. Das ist also der Grund, warum dieser Garten so wichtig ist, weil dort der Name liegt, der die Maske zu ihrer alten Kraft heraufbeschwört. Die Frage, die ich mir stelle, ist...
Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir dieses Rätsel hier lösen und mit dieser Maske... Das Licht der Lampe leuchtet hindurch. Okay, ich kann es jetzt nicht wieder mitnehmen. Wenn wir dieses Rätsel jetzt hier lösen und das alles mitnehmen, so wie es ist, ach, warte mal, das sind doch Drachen. Drachen haben Feuer. Jetzt bin ich gespannt. Klappt das? Besser nicht. Ich darf mein Ziel nicht auf... Besser nicht. Mir fehlt die Vision. Okay. Das wäre grausam. Hä? Bis ich nicht weiß, was die Maske... Weißt, was die Maske tut, und du sollst dafür sorgen, dass die Drachen lebendig werden und Feuer speien. Wo ich war irgendwo... Ja, wie gelingt es ihr dann... im Endeffekt... Sie scheinen zu schwer... die Schlacht zu gewinnen. Was genau macht sie vergessen, dass sie die Schlacht gewinnen kann? Ich habe keine Ahnung. Und wie sorge ich für den letzten Geist? Nein, das ist mein Besitz. Wo finde ich einen Feuergeist? Bestimmt wieder übelst einfach und ich vermasse es einfach die ganze Zeit. Ich meine, da ist ja Feuer, da kann ich nicht ran. Und hier? Ach, natürlich, die Laterne. Ach, ich bin so blöd. Die war halt blau, deswegen habe ich nicht an Feuer gedacht. Geist des Feuers, gehe mit mir. Aber hatte mich jetzt leicht irritiert, deswegen hatte ich nicht an Feuer gedacht. Geil, Drache. Na dann gehen wir mal hoch aufs Dach. Und mal schauen, was jetzt passiert. Elementarist. Und ich habe mir ja die Zeichnung gemacht, deswegen nehme ich stark an, dass das... Ich werde es einfach mal so anordnen. Feuer. Nach Feuer kommt... Ich will Kasim nicht so nah... Ich fliege erst dorthin, wenn ich... Achso, dann... Ich will Kasim... Ich fliege erst... Er spielt nun mit... Moment, ich hole mir die Gäste zurück gerade. Boah, es dauert so lange. Wenn der Luftgeist da ist, werde ich wahrscheinlich mich nach dem Luftgeist richten müssen, weil der sich ja nicht bewegt. Und da ich mir ja aufgeschrieben habe, wo was ist, wird das wahrscheinlich in einer Reihenfolge sein. Also Feuer, Luft, Eis. Ich will Kasim nicht so nah. Ich fliege er. Nein, du sollst den Wassergeist mitnehmen. Okay, Eisgeist. Und ich nehme stark an, dass da das letzte Zeichen auftauchen wird. Der Humusgeist ist der letzte. Der Erzgeist ist richtig. Und der Wassergeist gehört hierher. Lass es klappen, komm schon, lass es klappen. Ich will Kasim, ich fliege erst. Es klappt nicht.
Das ist nicht das Maskensymbol, nach dem ich suche. Ich habe mir das aufgeschrieben. Luft ist das zweite. Schade, dass es so lang dauert, das ist ein bisschen nervig. Aber es wird sich schon. Ich will Kasim nicht. Ich fliege er. Nein. Du sollst nur den Eisgeist holen. Ja, durch mehrmals klicken funktioniert auch nichts. Okay, das heißt, ich werde wohl ein wenig warten müssen. Komm her. Er gehorcht nicht. Alles klar, der Luftgeist gehorcht also nicht. So, dann probieren wir es nochmal andersrum. Wenn der Luftgeist da ist, dann ist der Feuergeist halt hier. Feuer, Luft. Nach Feuer kommt Eis. Nach Luft kommt Eis. Nach Eis kommt Wasser. Danach kommt der Erzgeist und nach Erz kommt Humus. Hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Aha, so rum also. Tada. Und wir sind im letzten Abschnitt der Reise. Aber der Elementargeist verfolgt ja uns die ganze Zeit. Ihr seid zurück. Lasst uns die Geschichte beenden und weckt mich. Ich wecke dich und höre die Geschichte zu Ende an. Ah, es gibt nur noch eines, was du verstehen musst. Meinen Garten und das unwirkliche Wunder, zu dem er fähig ist. Oh, wie ich ihn liebe. Meinen Garten mit meinem Namen. Wie seltsam er ist und wie wunderschön. Und wie eifersüchtig Satinaf auf ihn ist. Ja, er hasst ihn. Er hasst ihn so sehr, dass er ihn von eurer Welt trennte. Er hasst es, dass er nicht hineinsehen kann. Dass er nicht weiß, was darin geschieht. Wann auch immer jemand meinen Garten betritt, hält seine Feder inne. Und eine Seite in seinem Buch, in dem sonst alles geschrieben steht, bleibt leer. Er hasst es so sehr, dass er beschlossen hat, dass nichts, was in meinem Garten geschieht, für die Welt außerhalb Konsequenzen hat. Geh hinein und breche einen Ast. Geh hinaus und in den Augen der Welt wurde er nie gebrochen. Erst wenn du draußen erzählst, was darin geschah, wenn du es in Satinavs unsichtbares Ohr flüsterst, schreibt er es in sein Buch der Wahrheit. Erst dann wird es wahr. Und der Ast ist gebrochen. Erzähle ihm, was du willst. Wenn er dir glaubt, dann wird jedes Wort wahr. Doch wehe, er erfährt, dass du gelogen hast. Dann zeigt er sein wahres Gesicht. Er wird dich jagen. Er wird dich zerreißen. Denn er ist verdorben. Er ist eifersüchtig und alt. Nur ich bin groß.